Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Abenteuer auf dem Reiterhof 5, der goldene Steigbügel. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns hier immer noch in der Stadt. Wir waren jetzt im letzten Part ein bisschen shoppen gewesen, um unsere Beliebtheit hochzukriegen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall nach dem zweiten Stück der Karte suchen. Hier konnte man irgendwo noch reingehen, aber ich glaube, das ist ein Shop, ne? Ja, das ist ein Shop. Na komm, wir kaufen einfach mal noch ein bisschen was, um, ja, dass die Beliebtheit auch wirklich hochgeht. Kaufen wir einfach mal alles hier, was halt so da ist. Das ist alles nur Beliebtheit 1, das bringt nicht wirklich viel. Eine Katze will ich jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen. Wir müssen auf jeden Fall echt gucken, wo wir den zweiten Teil der Karte finden, um Miguel zu dem Lagerfeuer zu folgen. Die wollen ja da zelten für eine Nacht und ein bisschen Lagerfeuer genießen. Unsere Gruppe und Flora hat ja ziemlich pampig geantwortet und will es jetzt wieder gut machen, was ich eine schöne Idee finde. Oh wow, hier ist es schön. Das gefällt mir richtig gut hier gerade. Können wir da rüber? Ja, da können wir auch reingehen. Vielleicht ist es ja der Gemeinschaftsraum. Nee, es ist wieder ein Shop. Ach Mensch, so viele Shops. Ja komm, kauf den Sattel. Komm, kauf die Decke. Wie im letzten Part schon. Wir shoppen einfach wild drauf los. Hauptsache, wir bekommen ein paar Beliebtheitspunkte, aber ich denke, das reicht dann auch. Weil ich vermute mal, unterhalten werden wir uns ja mit den Leuten auch noch. Verschlossen. Seltsam. Okay, also hier kommen wir nicht rein. Ist hier noch irgendwas? Kommen wir hier rein? Ja, hier kommen wir rein. Achso, hier gibt es auch wieder nur Klamotten, irgendwelches Zeug. Das bringt uns in der Beliebtheit aber nicht weiter. Doch, hier, Kette. Ja, kaufen wir mal und kaufen wir uns einen Button und einen Ring und einen Armreif und eine Tasche mit irgendwelchen Tierchen drauf. Das reicht jetzt aber auch, oder? Ich denke, es reicht. Ich habe jetzt noch keine Ahnung so richtig, wo wir hin müssen, um die zweite Karte zu finden. Können wir denn mal gucken? Wir müssen mal rechts lang. Das ist schon mal klar. Vielleicht können wir ja auch rausgehen und einfach mal gucken, wo die sind. Oder müssen wir jetzt echt die zweite Karte suchen? Nee, zu dem Boot hier kommen wir auf jeden Fall nicht. Musste man ja mal testen. Okay. Mal gucken. Da können wir nicht lang. Hier können wir lang. Ach, hier sind wir wieder in der Bibliothek. Ach, hier werden wir auch nicht den zweiten Teil der Karte finden. Hier haben wir ja schon den ersten Teil gefunden. Ach, verflucht. Jetzt geht hier das Gesuche los. Na, darauf habe ich ja auch Lust, Ostern hier zu spielen. Haben wir irgendwas übersehen? So, hier können wir nicht lang. In dem Laden hier waren wir schon. Können wir die Treppe da vielleicht hoch? Das glaube ich aber eigentlich auch nicht. In dem Shop, da waren wir auch schon. Nee, hier geht es auch nicht lang. Ah, hier können wir rein. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist ein PC. Ach, das ist mein Zimmer, oder was? Gibt es hier irgendwas? Vielleicht eine Karte oder irgendwas? Ah, nee, wir können sie umziehen. Mal gucken, was haben wir da jetzt eigentlich alles so? Okay, es sieht alles total bescheiden aus, was wir hier gekauft haben. Auch die Hosen und so gefallen mir nicht so nah. Aber die nehmen wir jetzt einfach mal. So Schuhe. Ja, keine Ahnung. Ah, Haarfarbe. Ja, komm, wir bleiben mal bei Pink. So. So, schick. Sieht zwar total beschissen aus, aber ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall eine Veränderung, aber dreh ich mal um, Flora. Guck mal, hier noch irgendwie. Mal hier vielleicht noch irgendwo die Karte. Was können wir damit jetzt machen? Nix. Man sieht nur, was wir gekauft haben. Okay, wir haben auf jeden Fall natürlich ein Nintendo DS-Spiel gekauft. Das ist klar, ist ganz wichtig, weil wir ja auch hier so viel sitzen und zocken. Hm.
Ich habe keine Ahnung, ne, wo die andere Karte sein könnte. Vielleicht hier, kommen wir hier irgendwie am Computer ran? An den Computer kommen wir nicht ran? Ernsthaft nicht? Das ist ja auch blöd. Das ist ein Shop, ne? Hier waren wir schon drin, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Huhu, dann wird hier wahrscheinlich irgendwo der zweite Teil der Karte zu finden sein. Sprechen wir einfach mal mit ihnen hier. Sag mal, hast du vielleicht die anderen Schüler gesehen? Tja, ehrlich gesagt, schon eine ganze Weile nicht. Sie bereiten ein kleines Fest vor. Bist du etwa nicht eingeladen? Nun ja. Du hast ihre Einladung abgelehnt und jetzt bedauerst du es, stimmt's? Im Großen und Ganzen ja. Ein paar Dinge im Leben solltest du dir merken. Freunde sind heutzutage ein seltenes Gut. Und je älter man wird, desto wertvoller und unersetzlicher werden sie. Vergiss niemals, wie wichtig... Ja, schön und gut, aber ich muss sie jetzt ganz schnell finden. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Oh, warte mal. Ich habe vorhin beim Aufräumen des Gemeinschaftsraums dieses Kartenstück gefunden. Vielleicht findet die Party dort statt. Vielen Dank. Wenn es euch zusammenschweißt, helfe ich immer gern. Das muss zum Treffpunkt führen. Okay, gut, haben wir das. Also, hast du sie gefunden? Noch nicht, aber ich komme voran. Da bin ich sicher. Du kommst voran, genau. Wir waren noch nicht mal unterwegs, wir sind noch nicht mal weg gewesen, aber wir kommen natürlich voran. So. Gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Würde ich mal annehmen. Gucken wir mal auf. Ach ja, das ist ja nun super einfach. Also das sollten wir doch gebacken kriegen. Ich denke mal, raus geht's hier, wo wir eben noch nicht raus konnten, beziehungsweise rein konnten oder was auch immer. Und wir haben uns ja jetzt extra auch schön gemacht fürs Zeltlager und... Oh, hallo. Hallo, Kleine. Du trainierst heute Abend nicht? Tja, meine Freunde veranstalten eine kleine Party und ich wollte zu ihnen. Seltsam, ich hätte gedacht, dass eine Frau von deiner Persönlichkeit auf solche Lustbarkeiten verzichten und sich auf den Wettkampf vorbereiten würde. Mhm. Das dachte ich auch zuerst. Und wieso hast du deine Meinung geändert? Ich weiß jetzt, dass diese gemeinsamen Augenblicke doch das Kostbarste im Leben sind. Verstehe. Ich hätte kaum noch Gelegenheit, mit ihnen zusammen zu sein. Du meinst wohl mit ihm. Wie bitte? Ich weiß nicht, wo deine Freunde stecken könnten, aber ich weiß, dass du den linken Weg nehmen musst, wenn du hier rauskommst. Du kommst an einem Reisfeld vorbei und erreichst eine einsame Hütte. Da würde ich hingehen. Warte, hier, nimm die Karte, das ist einfacher. Hä? Sehr gut, ich werde sie sicher benutzen. Aber wir müssen doch rechts raus. Links raus. Rechts. Also laut dem hier müssen wir rechts raus, nicht links raus. Oder will die uns zu jemand anderem führen? Oder kommen wir da raus? Nee, da ist der Eingang zum Dorf, aber was soll dieses Kreuz haben? Ich würde sagen, wir reiten erstmal da dann hin, um zu gucken, wer da auf uns wartet. Vielleicht ist es Miguel oder Spike. Über Spike würde ich mich, glaube ich, freuen. Das finde ich cool. Also sie sagte, wir sollen links lang. Also reiten wir jetzt einfach auch mal links lang, ne? Aber ich glaube, dieses Reisfeld war trotzdem auf der anderen Seite, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was war so Finn. So, Moment. Hier, dann wird dieses Schild vermutlich das Reisfeld oder so darstellen. Würde ich jetzt mal annehmen. So, wir sind wir über die Brücke schon rüber? Ja, ne? Ja, wir sind jetzt hier. Dann, okay. So, sollten wir hinkriegen. Gehen wir mal gucken, was wir da finden. Ich bin gespannt, wer da auf uns wartet. Oder überhaupt, ob wir da jemanden finden. Wir werden sehen. So, ich will nochmal gucken. Müssen wir über noch eine Brücke? Ja, hier. Und dann müssen wir gleich wieder nach links. Okay. Okay. Ah, dahin. Okay. Ich bin echt, ja, wie soll ich sagen, gespannt. Hier ist doch gar keiner. Ich denke trotzdem mal ab.
Der hat uns verarscht. Die hat uns verarscht, die Alte. Die ist ja drauf. Wir sind doch jetzt hier, ja. Ich guck nur gerade, ob wir irgendwas übersehen haben. Ah, hier ist niemand. Also entweder hat die uns echt verarscht oder hier soll irgendjemand sein. Ich weiß es nicht. Wir reiten jetzt auf jeden Fall wieder in die andere Richtung, zu unseren Freunden. Beziehungsweise zu Floras Freundin. Das Schiff da unten finde ich total schön, ne? Das gefällt mir richtig gut. Bin jetzt kein Schiffsfreak oder so, aber ich mag es halt, wenn die so aussehen. Weiß nicht, das ist halt so chinesisch, ne? Ach ja. Okay, ab zu unseren Freunden. Also ich vermute mal da, wo die uns jetzt auf jeden Fall hinschicken wollte. Das waren wir falsch. Ob das hier jetzt richtig ist, weiß ich auch nicht. Nee, hier sind wir auch falsch. Moment mal, da liegt ein Zettel. So, einmal absteigen bitte. Das ist ein Teil der Karte. Ich verstehe nicht. Man sieht eine Insel mit einem toten Baum und da ist auch eine Art Grotte. Aber wo sind sie? Ah, auf der Rückseite steht etwas. Bevor du dich dem Licht des Feuers näherst, tauche ein in die Dunkelheit und finde einen Weg, die Tiefen der Insel zu erkunden. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich frage mich. Eine Insel mit einem toten Baum. Wir könnten ja nochmal auf der Karte, auf der anderen Karte hier gucken. Hier ist eine Insel. Dann müssen wir doch hier lang. Hatte sie also irgendwo recht gehabt, dass wir nach links müssen? Werden wir da mal einfach... Wir reiten jetzt einfach mal hier hin. Wir gucken mal, ob ja, das dann richtig ist. So lernen wir wenigstens so ein bisschen die Umgebung hier kennen, ne? So, gut, also wieder zurück. Mein Gott, ist ja ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel hier. Aber dem Donner schadet es wahrscheinlich auch nicht. Wobei ich ein bisschen schade finde, dass man hier draußen nicht springen kann. Wären wir doch mal erst in die andere Richtung geritten. Dann müssten wir hier nicht ständig hin und her. So, ich will mal kurz gucken. Da ist eine Insel. Und da ist auch sowas wie ein toter Baum. Ah, wo lang? Hier lang oder? Nee, oder? Nee. Nee. Ich denke mal, wir... Mann, Donner, ey. Das ist nur ein Stein neben dir. Man darf weiterlaufen. Wir reiten jetzt mal hier weiter lang. Ich glaube, das war richtig so. Und dann hier runter. Ich denke mal, dieser Laubhaufen hat da irgendwas zu bedeuten. Oder die Erde oder was auch immer. Hier ist vor kurzem gegraben worden. Das sieht man. Na dann mal los.
Hä? Mist, wie war denn das? Mist! Nee. Das bringt mir hier nichts. Was muss ich denn machen? Wie war denn das? Hilfe! Mit irgendwas muss ich interagieren, oder was? Muss ich mir jetzt eine Schippe besorgen, oder was? Ich weiß es nicht. Verdammt. Nein, hör auf zu laufen. Hör auf zu laufen. Danke. Ich kann hiermit nicht, also ich muss irgendwas machen auf jeden Fall. Vielleicht muss ich doch nochmal da irgendwie hin oder ich muss mir eine Schippe besorgen, ich habe keine Ahnung. Kann sie nicht mit den Händen graben? Oh, ist ja anstrengend. Ist ja anstrengend, Mann. Ach Mensch, Donner, ey. Nee, ich dachte eben, hier ist auch gegraben worden. Aber das wird so nicht sein. So, kann ich mir hier jetzt irgendwas besorgen, um da dann zu buddeln oder so? Ich habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Manchmal verwirrt mich das Spiel ein bisschen. Ah. Ach, da fehlt ja eine Kurbel. Oh, na, die wird dann wahrscheinlich da vergraben sein. Aber wie kommen wir halt an diese Kurbel ran? Das ist halt die Frage, ne? Ah, die Flora scheint sich ein bisschen zu fein dafür zu sein, sich die Hände schmutzig zu machen. Dabei ist die doch sonst nicht so. Ich komme wieder ran. Gibt's hier noch irgendwo was? Ist hier irgendwo was versteckt oder so? Nix. Vielleicht müssen wir echt zurück und uns eine Schippe oder sowas besorgen. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir probieren das halt einfach mal aus, ne? Mal gucken. Damit irgendwas müssen wir da auf jeden Fall interagieren. Nee, hier sind wir falsch, oder? Geht's denn da hin? Oder sind wir hier doch richtig? Weiß es nicht, ich kann kein Chinesisch. Nee, hier sind wir vorhin nicht lang geritten. Aber egal, da ist so, sowas wie ein Palast oder so. Will ich mal hochgucken. Oh, oh, guckt mal, was wir da haben. Ein Tübchen. Ist das nicht herrlich? Was für ein Zufall. Eine verrostete Schaufel. Können wir da reingehen?
Hallo, Freunde. Nee, können wir nicht. Okay. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt die Schaufel. Sehr schön. Was für ein Zufall. Zum Glück bin ich hier hochgeritten. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, was da verbuddelt ist. Na, komm schon. Oh. Dass der hier nicht einfach runterreiten kann, ey. Nee. Oh. Ah, Mann, das hoffe ich, dass sie das echt im nächsten Teil besser gemacht haben. Dass man einfach auch mal quer über eine Wiese hier reiten kann und nicht immer genau den Weg nehmen muss. So. Okay, absteigen. Dann gucken wir mal, was hier vergraben ist. Aber ihr Lieben, dieses Geheimnis werden wir leider erst im nächsten Part lüften. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.